So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Bericht aus Erfurt, die Märztagung, ja, das Plenum des Thüringer Landtags ist fast schon wieder zu Ende. Wir fassen zusammen, neben mir Stefan Möller, stellvertretender parlamentarischer Geschäftsführer, und die Frage, die Sie kennen, die Highlights aus Ihrer Sicht. Also da gab es einige, fand ich. Natürlich die Aktuellen Stunden waren interessant. Unsere, was die Automobilwirtschaft anbelangte und deren Zukunft in Thüringen, dann aber auch die Aktuelle Stunde der CDU zur Arbeitspflicht von Asylbewerbern, ist ja auch gerade ein großes Thema hier in Thüringen. Und dann ging es um unseren Gesetzesentwurf, wo wir vorgesehen haben, dass die Schulklassen nicht mehr als 10% Schüler mit sprachlichen Integrationsbedarf haben, wo es sehr hoch herging, weil man natürlich versucht hat, das mit der Nazi-Keule wegzuargumentieren. Und heute dann die Diskussion über die Verfassungsreformen, die ja stecken geblieben sind seit ungefähr anderthalb Jahren, wo natürlich auch gegenseitige Schuldzuweisungen stattfinden, was immer sehr unterhaltsam ist. Ne? Und letztlich dann haben wir heute auch nochmal das Thema Hinweisgeberschutzgesetz, die Umsetzung in Thüringen. Auch das ist ein ordentliches, schönes, schwer zu diskutierendes Thema. Insofern auch das eine spannende Geschichte. Gut, gehen wir mal die vier Themen um und beziehungsweise an. Fangen wir mal mit der Automobilbranche an. Ich meine, das ist ja in den vergangenen Monaten regelmäßig Thema im Thüringer Landtag gewesen. Wie fällt denn die Sicht der AfD-Fraktion auf die Entwicklung aus? Also sehr im Moll, ne? Denn letztlich sehen wir natürlich, dass faktisch alles dafür getan wird, dass diese Zuliefererindustrie, die in Thüringen beheimatet ist, auf lange Frist stirbt, wenn es so weitergeht. Ne? Denn klar, jetzt versucht die EU so ein Stück weit umzulenken und dieses Verbrennerverbot wieder rückgängig zu machen, weil sie merkt, dass das in den Untergang einer ganzen Industrie, eines ganzen Industriezweigs führt. Aber es bleibt halt trotzdem bei einer immensen Anzahl von Vorgaben, also klimaschutzpolitischer Vorgaben vor allem, die es den Automobilzulieferern schwer macht. Ich muss unterbrechen, kann Landespolitik da überhaupt was tun? Naja, letztlich ist unser politisches System ja ineinander verschränkt. Ne? Und die Landesregierung zumindest sitzt im Bundesrat, kann dort also auch entsprechend ihre Stimme erheben. Und auch das entsprechend zu adressieren, ist Aufgabe des Landtages. Insofern kann man das durchaus auch im Landtag diskutieren. Das ist schon oft bei vielen Themen geschehen. Gut, wechseln wir das Thema, kommen zum nächsten Thema, nämlich der Vorschlag der 10%-Reduzierung. Warum sagen Sie, ist es notwendig? Naja, das kommt natürlich aus den Schulen der großen Städte in Thüringen, also Gera, dann Erfurt vor allem. Da haben wir Schulen teilweise mit einem Migrantenanteil von über 50%. Ne? Und jetzt bezieht sich ja unser Gesetzesentwurf, weil das also gestern natürlich auch wieder in die ausländerfeindliche Richtung geschoben worden ist, aber unser Gesetzesentwurf bezieht sich also nicht auf eine Quote von Schülern mit Migrationshintergrund, sondern es bezieht sich auf den Schüler mit Mangel an Deutschkenntnissen, sodass sie also im Unterricht nicht folgen können, worunter ja nicht nur der betreffende Schüler leidet, sondern letztlich auch die anderen Schüler, weil der Unterricht dadurch letztlich auch retardiert wird, aufgehalten wird. Ne? Und das ist also im Interesse von keiner Seite, also weder Lehrer, Schüler noch Eltern. Ne? Wie kommentieren Sie denn das Ergebnis? Das Ergebnis des Gesetzesentwurfs, der Diskussion. Na, ich fand es schlimm, ja, dass tatsächlich auf der inhaltlichen Ebene gar nicht argumentiert worden ist, sondern man tatsächlich gleich wieder versucht hat, das in eine Reihe zu stellen mit Gesetzen über unarische Kinder aus 1933 bis 1945, was wirklich dermaßen weit neben der Linie ist, ja, dass ich daraus eigentlich nur den Schluss ziehen kann. Es geht letztlich darum, die eigene Argumentationslosigkeit mit der Nazi-Keule zu übertünchen. Ja, und das finde ich schade, weil das ist ein Riesenproblem. Also gerade hier in Erfurt-Schulen ist es ein großes Problem. Und insofern ist da eine Chance vertan worden. Muss das Kultusministerium aus Ihrer Sicht völlig unabhängig von der Regierung, die im Herbst dann regieren wird, ob es so bleibt, andersweitig geortet ist oder wie auch immer, muss das Kultusministerium früher oder später hier
andere Handlungen vornehmen? Definitiv. Also eigentlich je früher, umso besser. Ne? Wir haben in Erfurt speziell jetzt, ich weiß nicht, wie es in Gera aussieht, aber in Erfurt haben wir sogar das Problem, dass wir insgesamt zu wenig Schulplätze haben. Ne? Und das kommt dadurch, dass wir eben mehrere tausend Schüler aufgenommen haben aus anderen Ländern. Ja? Teilweise, wie gesagt, die nicht mal in der Lage sind, dem Unterricht zu folgen, weil einfach die sprachlichen Fähigkeiten fehlen. Es läge ja geradezu auf der Hand, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, einmal die sprachliche Förderung zu erreichen, dass ein Unterrichten geordneter möglich ist, ja, indem man Vorschaltklassen einrichtet, das war ja auch ein Vorschlag von uns. Und zum anderen würde man dadurch natürlich auch die allgemeinbildenden Schulen entlasten. Diese plötzliche Situation, dass so viele Schüler zusätzlich integriert werden müssen, hätte man auch nicht. Also es liegt auf der Hand, dass man was tun muss in diese Richtung. Na? Womit wir zum dritten von Ihnen auch vorhin genannten Themen kommen, das Thema der Verfassungsänderung, hat ja nicht das Ergebnis heute gebracht, dass es eine Änderung gibt. Das hat Sie nicht überrascht, Sie haben es selber im Plenum gesagt, aber wie fassen Sie aus Sicht der AfD-Fraktion die Diskussion zusammen? Dass es manchmal besser ist, wenn Verfassungsänderungsvorschläge sterben. Ja, ich meine, es gibt dabei auch vernünftige Änderungen, beispielsweise die elektronische Ausfertigung von Gesetzen. Ja, das finde ich okay. Aber wenn ich an die vorgeschlagene Extremismusklausel denke, beispielsweise von den rot-rot-grünen Fraktionen, dann erkenne ich da ganz klar eine DDRisierung der Verfassung. Also da wird die Thüringer Verfassung in so eine Art DDR-Verfassung umgeschrieben, wo alles dem antifaschistischen Leitbild der Linken folgen muss. Und unter dieses antifaschistische Leitbild fällt als Gegner eben nicht nur der klassische Hardcore-Faschist, sondern eine ganze Menge andere Leute, Corona-Kritiker beispielsweise, Leute, die mit der Asylpolitik auf kritischem Fuß stehen. Ja, und die Verfassung hat ja eigentlich einen anderen Auftrag. Die hat den Auftrag, den Diskursraum zu öffnen für solche zulässigen, nicht strafbaren Meinungen. Die Linke versucht es zu verstellen, indem sie an solche Meinungen dann entsprechende Sanktionen anknüpfen kann. Dafür muss sie die Verfassung eben auch ändern. Glauben Sie, dass in dieser Legislaturperiode da noch eine Änderung zustande kommt? Ich hoffe es nicht und ich glaube es auch nicht. Ja, kommen wir zum letzten Thema, Arbeitspflicht. Diskussion angesprochen von der CDU. Aus Ihrer Sicht ein überfälliges Thema? Na klar, weil wir haben es nämlich schon 2021 angesprochen. Also gerade in dem Kreis, wo es jetzt vorgeschlagen wird und als Neuerung verkauft wird, hatte die AfD-Fraktion im Kreistag das 2021 eingebracht. Damals ist es abgelehnt worden vom CDU-Landrat und vom CDU-Beigeordneten Herrgott, der jetzt also Landrat ist. Jetzt wird es umgesetzt im Wahljahr oder es soll umgesetzt werden. Das ist erstmal nur eine Ankündigung. Deswegen sind wir halt auch skeptisch, weil das passt nicht sozusagen zu dem Vorverhalten in den letzten Jahren. Sollte es aber kommen, finden wir es richtig. Wird zwar immer wieder behauptet, es wäre... Ja, aber Arbeitspflicht muss ja nicht nur organisiert, sondern auch verwaltet und überprüft werden. Ist das nicht dann doch wieder das nächste bürokratische Monstrum, das entsteht? Das ist halt eine Frage, wie man das Thema angeht. Man kann natürlich alles über bürokratische Prozesse kaputt machen. Das ist richtig. Ne? Aber jahrzehntelang ging das ohne große Bürokratie in den Aufnahmelagern, zum Beispiel für DDR-Flüchtlinge, da auch in Friedland beispielsweise. Ne? Es ging bei der Bundeswehr, da konnte man auch für wirklich einen Hungerlohn, sag ich mal, die Leute zu Reinigungsdiensten oder Wachdiensten verpflichten. Es klappt letztlich eigentlich auch bei jedem Lehrling. Jeder Lehrling, der irgendwo anfängt zu arbeiten, ja, der muss für einen Lohn weit unterhalb des Mindestlohns einfache Tätigkeiten erledigen. Erstmal so fängt jeder Lehrling an. Ja. Da ist es zumutbar. Warum soll das hier im Bereich von Asylbewerbern nicht zumutbar sein, die also in einem hohen Ausmaß vom Sozialstaat auch profitieren? Sollen sie auch natürlich entsprechend etwas zurückgeben? Zumal es letztlich natürlich auch dazu führt, wenn man die eigenen Räumlichkeiten beispielsweise pflegt, wie in Suhl, ja, dann geht man damit auch pfleglicher um. Die letzte Frage gilt der Thüringer Landespolitik, damit weniger der Politik im Landtag. Bündnis Sarah Wagenknecht, der Landesverband, gründet sich dieser Tage. Schaut die AfD Thüringen da ein bisschen mit Sorge drauf, dass man sich sagt, das eigene Wählerklientel könnte da auch betroffen sein? Es ist mit Sicherheit in einem gewissen Umfang betroffen. Das kann man, denke ich mal, nicht verneinen. Die Frage ist, wie viel Strahlkraft können die lokalpolitischen Akteure dieses Bündnis tatsächlich in die Waagschale werfen. Und Sarah Wagenknecht selbst wird nicht antreten. Ja, klar, die würde gewählt werden mit 25% möglicherweise oder 20% oder 15%. Ja. Aber gilt das auch für eine
Bürgermeisterin aus Eisenach, die Frau Wolf, ja, die bisher durch hardcore-linke Politik aufgefallen ist. Also wo sie sich die Frage stellen, was unterscheidet eigentlich dann das Bündnis Sarah Wagenknecht von der Linkspartei hier in Thüringen? Ja, eine wirkliche Alternative sehe ich da nicht und ich hoffe, dass das natürlich auch der Wähler erkennt. So, das war's, Stefan Möller, stellvertretender parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag zur aktuellen Plenumssitzung im März. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Gerne. Tschüss.